Letztendlich geht es immer nur um ein mentales Programm. Und über dieses mentale Programm weiß man schon seit Jahrhunderten Bescheid. Seit ungefähr 50 Jahren gibt es Murphy und Stuart Wilde und Beryl Moore. Die ganzen Amerikaner gibt es. Und letztendlich steht alles auch in der Bergpredigt drin. Das heißt, wir wissen bereits alles. Da steht drin, alles geschieht nach deiner Überzeugung. Damals hieß es Glaube. Letztendlich, wovon wir überzeugt sind, das realisiert sich in unserem Leben. Und das weiß inzwischen auch die Quantenphysik, die Epigenetik, die Tiefenpsychologie, die Verhaltensforschung. Also wir wissen inzwischen wissenschaftlich unglaublich viel, was de facto passiert, wenn wir denken, wenn wir gezielt denken, aber vor allem, wenn wir von etwas überzeugt sind. In der Tat ist es so, zum Beispiel beim Parkplatz, wenn wir überzeugt sind, es gibt eigentlich zu wenig Parkplätze, ist das eine Überzeugung. Das heißt, Ihre Frage allein fragt schon, es gibt doch zu wenig Parkplätze, was passiert mit dem anderen? Das heißt, Ihre Fragestellung geht davon aus, dass wir in Konkurrenz mit anderen treten. Das stimmt aber nicht. Wir leben in einer Fülle. Um uns herum sind Schubladen ohne Ende, die wir aufziehen können. Wir nehmen sie nur nicht wahr. Warum nehmen wir sie nicht wahr? Auch da wieder weiß man ganz viel. Wir können nämlich überhaupt nur 8% des gesamten Lichtspektrums, das uns umgibt, wahrnehmen. Das bedeutet, 92% von dem, was jetzt bereits gerade im Moment um uns herum ist, haben wir keine Ahnung, können wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen. Trotzdem strömen pro Sekunde noch 10.000 bis 11.000 Eindrücke auf uns ein und davon können wir wiederum nur 11 bewusst wahrnehmen. Die Frage, weil sonst wird unser Gehirn ja durchbrutzeln. Die Frage ist nur, was nehmen wir bewusst wahr? Und das ist nun wiederum erstaunlich. Wir nehmen nämlich nur das wahr, was unserer Überzeugung entspricht, also spricht das, was uns früher gelehrt worden ist, was wir an Mustern und Überzeugungen angenommen haben und worauf wir unseren Fokus ausrichten. Das heißt, wenn wir unseren Fokus gezielt auf etwas Neues ausrichten, nehmen wir plötzlich neue, andere Dinge wahr. Zum Beispiel, immer, Sie stehen an der Haltestelle, Bushaltestelle, nach 5 Minuten frage ich Sie, wie viele Autos sind vorbeigefahren? Haben Sie keine Ahnung. Wenn Sie sich aber jetzt einen neuen, sagen wir mal, einen gelben Peugeot kaufen wollen, und ich frage Sie nach 5 Minuten, wie viele gelbe Peugeots sind vorbeigefahren? Wissen Sie genau, 3 Stück. Und auf einmal ist die Stadt voll mit gelben Peugeots. Gibt es jetzt mehr gelbe Peugeots? Nein, unsere Wahrnehmung hat sich auf etwas anderes, Neues ausgerichtet und wir können plötzlich andere Dinge, in diesem Fall andere Schubladen wahrnehmen, die wir öffnen können. Das heißt, wir leben bereits in der Fülle, nur unsere Wahrnehmung ist auf das ausgerichtet, wovon wir überzeugt sind.